Da sind wir schon wieder. Es ist immer noch Ostersonntag. Wir haben 15:30 Uhr. Ich habe Cole noch nicht umgestellt. Ich habe da ja die Wand am Ende vom letzten Block fertig gebaut. Hat ja gesagt, ich habe 4 Bestellungen. War jetzt so eine Basketballspiel mit meinem Sohnemann. Und habe dann jetzt noch ja, 1,5 Stündchen, 2 Stündchen Zeit, bis ich zu meinem Spätdienst muss. Und werde auf jeden Fall jetzt noch ein, zwei Bestellungen packen, damit ich heute Abend vielleicht sogar noch was auspacken und einstellen kann. Wir haben ja jetzt Platz. Und ich muss auf jeden Fall, ich habe eigentlich keinen Bock, von den roten Magazinen die Sachen rüber zu packen, da ich die roten Magazine aber im Keller brauche, weil ich endlich mal wieder gebrauchte Sachen bald einstellen möchte. Und dafür brauche ich ja diese Sortierbereiche. Werde ich da wahrscheinlich bald ran müssen, zumindest vielleicht nochmal 4, 5 austauschen. Ich habe die ja rabattiert, also die sollten schon ein paar leere Fächer haben, wie hier, seht ihr, da ist schon was leer. Da ist auch schon was leer. Da ist also, es ist jetzt nicht so, dass die komplett voll sind. Aber nichtsdestotrotz, da ist nur in allen 4 Fächern was drin. Ist das nochmal eine Menge, Menge Arbeit, daran zu gehen. Aber ja, erstmal Bestellungen packen. Vorher mache ich mir, glaube ich, noch ein Käffchen. Und ja, dann gucken wir, ob ich noch ein oder zwei Bestellungen auf jeden Fall fertig kriege. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Auch wenn morgen Feiertag ist und ich auch eigentlich Zeit hätte, die morgen zu packen, bin ich froh, wenn ich es aus der Bahn habe. Weil man weiß ja nie, was noch passiert. Und was weg ist, ist weg. Na, jetzt aber. Ja, und die erste Bestellung, mit der ich anfange, ist vom Lars. Und der hat da geschrieben, ich darf die Bestellung gerne in dem Video zeigen. Und er hat eine sehr pflanzenlastige Bestellung gepackt. Ich tatsächlich finde ja diese Baumteile hier ziemlich cool. Plant Stem Barholder and Hollow Stud. 5. Wir hatten insgesamt 20 Stück davon bestellt. Hat geschrieben, ich darf seine Bestellung im Video zeigen. Das mache ich natürlich gerne. Ich meine, ich zeige ja wirklich alle Bestellungen in den Videos. Und die Bestellung 15, wo ihr mir einen Kommentar hinterlasst, die zeige ich ja dann auch gerne mal extra Clips daraus. Stehe ich hier genau im Licht, ne? Da könnt ihr ganz schlecht sehen. So, 1, 2, 3, 4, einer fehlt noch, 5. Und ich finde das ja wahnsinnig gut. Ich meine ja, ich weiß ja selber, dass einige meiner Bestellungen aufgrund meiner YouTube-Videos kommen. Ich hatte mal eine Unterhaltung mit einem Kollegen, der dann sagte, ja, du hast ja nur so viele Bestellungen wegen deiner YouTube-Videos und dies und das. Und ja, natürlich, aber das war ja der Grund, warum ich die YouTube-Videos gemacht habe. Um Werbung für meinen Store zu machen, das ist ja auch schön, dass das scheinbar funktioniert. Davon hat er alle neuen gekauft. Ich zähle im Moment, weil ich ja ein, zwei Inventarfehler hatte, meistens in die Richtung, dass ich mehr übrig hatte, als übrig sein sollten, zähle ich im Moment, auch wenn die Leute ausgekauft haben, zumindest meistens. Wenn ihr dann doch mal ein, zwei Teile mehr kriegt, als ihr bestellt habt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass das dort ausverkauft war, ich mehr eingestellt hatte, als ich hatte. Und dann habe ich umgekippt aus Faulheit. Ja. Aber um zurückzukommen, um zu dem YouTube-Kanal und den Bestellungen infolgedessen. Natürlich war genau das die Intention dahinter, dass ich diesen YouTube-Kanal gemacht habe, dass über den YouTube-Kanal Bestellungen generiert werden. Und das ist ja auch schön. Und ich finde, dass ja auch beide Seiten was von dem YouTube-Kanal haben. Ich habe was davon, dass die Leute bei mir bestellen. Und meine Zuschauer haben was davon, weil ich ja doch relativ transparent, meine ich zumindest, zeige, wie ich die Sachen hier aufgebaut habe und wie ich das in dem Store hier bearbeite. Genau, und so haben beide Seiten was davon. Ich mache auch immer mal wieder Tutorials. Ich bin echt zufrieden, wie sich das mit der Wand hier ausgestellt hat. Da habe ich so viel mehr Platz jetzt. Und ich packe die Bestellung vom Lars eben jetzt schon mal zu Ende. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Ich kann jetzt nicht die ganze Bestellung filmen, weil ich selber ein Video beigucke. Ich will ja auch was lernen und gucke mir immer Videos von anderen YouTubern an. Man lernt einfach immer wieder Sachen. Und wenn ich schon mal alleine zu Hause bin, weil die Kinder und meine Frau unterwegs sind, dann kann ich auch nutzen und tatsächlich einfach mal mir ein paar Videos angucken und gucken, dass ich was lerne. Vielleicht entdecke ich ja heute noch mal was Neues. Das wäre gut. Was ich auf jeden Fall in Zukunft möchte, ist,
Ich möchte mich dann, sobald das hier dann eingerichtet ist und ich hier meine Ordnung drin habe und mein Sortiersystem habe, möchte ich auf jeden Fall mich noch wieder mehr auf gebrauchte Minifiguren konzentrieren. Das nehme ich mir schon seit Monaten vor und das muss ich jetzt wirklich mal langsam in Angriff nehmen. Da ist die gesamte Bestellung von Lars gepackt. Nochmal lieben Dank. Eine Menge Bars und Reddish Brown, wahrscheinlich um irgendwelche Bäume zu bauen. Hier die Fenster mit Inlays, ein paar normale Bricks, ein Hexenhut. Sehr cool, der war in so einer VIP-Polybag, die man kostenfrei bei einer Lego-Bestellung bekommen hat. Auch 88 Cent das Stück. Und ich sag mal, ich habe es ja geschenkt bekommen. Also alles gut. 90 von den weißen Blumen, auch 90 von den Dark Green Blumen, 30 von diesen weißen Farndingern. Und hier hat er auch noch beide Dark Green von diesen Farndingern gekauft. Davon werde ich mir wohl nochmal welche nachbestellen, weil die sind immer gut im Shop zu haben. Genau, allerdings warte ich damit, bis es bei Lego wieder vernünftige GBPs oder Überschub und einen hohen Cashback-Satz gibt oder sowas. Muss man da mal gucken, dass ich auch die einigermaßen rabattiert bekomme. Ja, das packe ich jetzt ein. Morgen ist Feiertag. Ich druck trotzdem schon Etikett aus und schicke die Sendungsnummer heute raus, auch wenn ich es erst am Dienstag natürlich zur Post bringen kann. Aber dann weiß man schon mal, dass ich euch als Kunde nicht vergessen habe. Bedanke mich nochmal bei dir, Lars, und 16 Uhr, das heißt, ich schaffe auf jeden Fall auch noch die nächste Bestellung. Ja, immer noch weihnachtlich unterwegs an Ostern. Die nächste Bestellung, die ich packe, die ist für die liebe Fanny von Fanny Toys, die mir geschrieben hat, hallo Dennis, ich bin vermutlich deine Älteste, wer weiß, Zuschauerin auf YouTube. Ich möchte mich ganz herzlich für deine tollen Tipps bedanken. Sie haben mir schon oft geholfen. Auch meine Bestellung darfst du natürlich zeigen und auf YouTube packen. Freundliche Grüße und schönes Osterfest. Und jetzt habe ich falsch geklickt. Ich habe im letzten Vlog den Store schon mal gezeigt und ihn auch als Favorit gesetzt. Aber ich habe gedacht, ich zeige ihn euch doch hier jetzt noch einmal. Und zwar Fanny Toys, gute Auswahl mit 7600 Lutz. Sie scheint auch Sets zu verkaufen, was ich ja persönlich nicht mache, weil sie aber im Moment nicht mache. Heißt nicht, dass ich das nie machen werde. 312 Orders, also auch niemand Neues im Geschäft. Und die Bestellung für sie packen wir da jetzt eben zusammen. Es ist von den Lots her tatsächlich so, dass wir die komplett gemeinsam packen können. Und zwar in A0933. Da haben wir, das ist eine meiner Mischkisten, ich halte mal rein, vom Sandman. Die fünf Köpfe habe ich hier angeboten. 1, 2, 3, 4... Ich gar nicht alle in einer Hand und 5. Schon ziemlich cool, die Dinger. Ich habe mir eins von den Sets aufgehoben, falls ich es mal selber bauen möchte. Meine ich zumindest, dass ich mir eins aufgehoben habe. So, haben wir die schon mal. Dann haben wir im Fach L1010. Haben wir zwei solche Space-Dinger. Am Fach L1010, das ist wieder so ein Fach, wo ich dann Minifigurenteile mische. Das habe ich ja schon öfter gezeigt. Ich kann nicht immer jedes Minifigurenteil in eine Schublade packen. Dann so viel Platz habe ich nicht. Ich muss meinen begrenzten Platz so gut es geht benutzen. Deswegen bin ich ja immer noch im Überlegen, ob ich mal Geld investiere und mir diese gelben Rockler-Schalen kaufe zum Sortieren. Die sind einfach wesentlich, wesentlich praktischer als meine blauen. Wobei das hier mit den blauen in Kombination mit diesen IKEA-Dingern auch sehr gut geht. Und das letzte, mein Lieblingsteil aus der Bestellung. Alle fünf Alpakas hat sie sich gegönnt. Sehr, sehr coole Tiere. Ich mag sie wirklich sehr aus den Lego Friends Sets. Ich finde die Dinger toll. Sehr schön. Einmal gucken, sind doch alle fünf da. Wunderbar. Ich bin ja immer nervös, wenn ich von YouTube-Zuschauern Bestellungen packe. Ich mag es. Oh Gott, wäre das peinlich, wenn mir jetzt was fehlt. Wobei ich an den Videos ja tatsächlich das noch bearbeiten könnte. Habe ich aber noch nie gemacht. In Livestreams ist es natürlich auch immer so eine Sache. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Aber ja, liebe Fanny, danke für deine Bestellung. Danke für deine lieben Worte. Ich hoffe, du guckst weiter zu. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Store. Und auch die Bestellung packe ich jetzt ein. Macht sich dann auf den Weg. Und da reicht so ein kleines Kartonchen. Zack. Und dann, wie gesagt, Fanny Toys, schaut da gerne mal rein, sehr sympathisch. Vielleicht findet ihr da was, was ihr bei mir nicht findet. Das wäre ja auch mal was Feines. Ja, und nochmal zu der Bestellung, was ich ja gesagt hatte, deswegen habe ich mir die auch hier hingelegt. Wenn ich weiß, dass derjenige, der bei mir bestellt hat, einen eigenen Bricklink-Store hat,
packe ich die Sachen dann in Zipbeutel oder Druckschlussbeutel und das finde ich macht einfach Sinn, weil wenn ich die Folien einschweiße, kann man sie nicht wiederverwenden und wenn jemand selber verkauft, dann kann er in seinem eigenen Store ja die Dinger benutzen und das macht, denke ich, dann Sinn, das so aufzuteilen. Auf jeden Fall, ja, macht sich auf den Weg die Bestellung, also nicht heute, auch nicht morgen, aber übermorgen, es sind halt Feiertage, wahrscheinlich, wenn dieses Video kommt, sollte sie aber hoffentlich schon da sein. Und ja, ganz liebe Grüße an dich und viel Erfolg mit deinem Store weiter. Jawohl, eine Bestellung müsste ich noch schaffen. Was sagt die Uhr? 16.22 Uhr. Ja, das schaffe ich noch locker. Das ist dann Nummer 3 von 4 heute. Die ist von Felix und er hat mir noch dabei geschrieben, hey, ich verfolge den YouTube-Kanal schon einige Monate und finde ich sehr sympathisch. Vielen Dank. Der Umbau gefällt mir gut, kann nachvollziehen, dass du in dem Stehen arbeiten möchtest, dass ich dir auch die Bestellung zeigen kann. Und er hatte mir nochmal einen Tipp gegeben mit den Lux-Trennern auf Amazon. Hatte ich im letzten Video schon erwähnt, diese Lux-Trenner gibt es bei mir auch nebenan im Baumarkt. Deswegen hole ich die dann da. Aber ja, die sind auf jeden Fall für die Stanley-Magazine sehr brauchbar, diese Trenner von Lux. Die können auf jeden Fall schon was. Ich mache jetzt auf jeden Fall seine Bestellung auf. Bei der Bestellung kann ich euch nicht so viel mitnehmen, weil ich in der Bestellung viel mit der Counting-Scale arbeiten werde, weil er dann 100 von den Transgreen Tiles, 116 Tiles, hier nochmal 50, 100, 100, ja, und den Rest zähle ich dann so eben. Aber genau, da wird jetzt viel mit der Counting Scale gearbeitet, aber natürlich gleich, wenn ich sie gepackt habe, zeige ich euch die Bestellung. Ich bin einfach nur gerade an der Counting Scale wesentlich schneller, whoops, wenn ich es mit beiden Händen mache. Aber auch das ist eine Investition, die sich für mich gelohnt hat. Früher 580 Teile zählen. Hat tatsächlich eine ganze Weile bei mir gedauert. Jetzt mit dem Ding geht es wesentlich, wesentlich schneller. Und da haben wir dann die gesamte Bestellung von Felix. Zwei Videofiguren, die mag ich ja sehr. Ein paar Bricks und dann die ganz vielen Teils. Die packe ich alle in eine Schweißkammer, außer die hier, die kann man auseinandersortieren. Ein paar Minifiguren-Teile und so Corner-Teils und ein paar gebrauchte Sachen. Und ja, vielen Dank für deine Bestellung. Freut mich wirklich sehr. Macht sich auch dann auf den Weg nach den Feiertagen und ganz, ganz viel Freude damit. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, du hast weiterhin so viel Spaß beim Zusehen. Ja, ich packe jetzt gerade noch die Bestellung für Thomas. Er hat geschrieben, hey, kannst du mir gerne namentlich nennen? Yo, Thomas, habe ich dir mitgemacht. Und der Part hier in schwarz, in Dark Blue Gray, U0140, Brick Modified mit zwei Noppen gegenüberliegende Seite, fehlt mir. Aber ich habe ja noch meinen alten Sortierbereich nicht abgebaut. Wer der neue Sortierbereich jetzt sagt, könnt ihr einfach in die Schublade gehen und gucken. So muss ich jetzt in den Keller laufen und ja, schauen, dass ich die Sachen finde. Sehr ärgerlich. Aber ich gehe mal gucken. Ich gehe davon aus, dass ich so einen finde. Dark Bluish Gray, Part Nummer 74905. Manchmal bin ich auch faul und dann gucke ich einfach auf My Inventory und gebe die Nummer ein und gucke, ob ich den Stein vielleicht in neu drin habe. Search, vielleicht haben wir ja auch in neu. Nein, haben wir leider nicht. Das heißt, ich muss hoffen, dass ich den finde. Sonst, wenn ich jetzt bald durchsuchen muss, wäre es ärgerlich. Aber mal sehen, vielleicht habe ich ja Glück. Ja, unten in meinem Brick Modified sortiert habe ich nicht gefunden, aber da ist dann der Vorteil, da scheiden sich bei Leon und mir immer die Geister. Ich sortiere gerne nach Kategorie, er sortiert nach Farbe. Der Vorteil jetzt war dadurch, dass er nach Farbe sortiert, konnte ich in seine Dunkelgrau-Kiste und hell und dunkelgrau sortierte Zusammenkiste suchen. Hab dann da einen gefunden, sehr schön. Und damit ist die Bestellung komplett. Ein paar coole Bricks, eine sehr basic Bestellung, macht aber Spaß, das Fahrrad ist auch mal wieder weg. Und ja, damit habe ich alle Bestellungen gepackt, habe jetzt, ja, in einer halben Stunde wollte ich bei meiner ersten Patientin sein. Ist ein kurzer Spätdienst heute Abend, vielleicht parte ich heute Abend noch was aus. Genau, aber ja, alle 4 Bestellungen geschafft, das ist ganz cool. Ich lasse die jetzt natürlich liegen, da die alle per Warenpost rausgehen über den Briefkasten. Es ist zwar jetzt nicht so feucht, aber ich will die jetzt auch nicht die ganze Nacht im Briefkasten lassen. Das heißt, ich bringe die dann erst morgen bzw. Dienstagmorgen im Frühdienst einfach gemütlich zur Post. Ja, Ostermontag. Oh, immer noch nicht umgestellt. 16:45 Uhr. Und letzten Familienbesuch weg. Und wir haben 6 Bestellungen. Also ordentlich was zu tun.
auch alle in einer ordentlichen Größe. 3 auf Brick Owl und 3 auf Brick Link. Und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt zumindest, das ist das Schöne, die Kinder spielen im Garten, deswegen kann ich die Kamera jetzt nicht hochhalten. Aber ich kann dann jetzt zumindest, während das Abendbrot in der Mache ist, nenne ich es mal, schon mal eine der Bestellungen packen. Hier diese Teils haben wir ja letztens verkauft, die sind übrig geblieben. Wieder mal ein Bestandsfehler zu meinen Gunsten, die ich ja jetzt ja öfter hatte, weil ich ja diese blöden Fehler mal gemacht hatte, dass dann... hatte ich euch ja erzählt, BrickSync mir Sachen raussynchronisiert hat. Und dadurch habe ich dann sehr häufig jetzt Steine übrig beim Bestellung packen, die ich dann natürlich wieder einstelle. Mache ich mit dem nächsten Part out. Vielleicht parte ich auch gleich noch was aus, aber ich denke mal, ich werde jetzt einfach mal das Tablet starten. Mit den BrickOwl-Bestellungen anfangen. Dabei werde ich die Kinder beobachten, wie sie im Garten spielen. Habe gerade ein bisschen Frisbee mit dem geworfen. Und dann gibt es gleich was zu essen. So, genau. Jetzt muss ich aber erstmal mich hier einrichten. Wo ist denn Brick Owl? Plus. Ah, da ist Brick Owl. Es gibt ja so viele Order-Picking-Programme. Allerdings muss ich sagen, bin ich mit meinem einfach nur die Standardseiten, also die Picklist sowohl von Brick Owl als auch von Brick Link einfach zu nehmen, bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Und hier bei Brick Owl ja auch, kann man ja einfach oben drauf gehen, dann auf More Actions und dann steht da Picking List. Und wenn man dann diese Picking List hat, hat man hier ja das gleiche auch sortiert nach Remarks, so wie man es braucht. Und da sehen wir jetzt hier schon das erste. Ich hatte ja 5 von meinen 10 goldenen Sensei Wus, die ich verkauft habe, angeboten. Haninjago ist hier. 1, 2, 3, 4 und 5. Die 5 sind dann auch schon mal weg und ich habe noch 5 Stück da oben drin. Das heißt, ich kann die Figur auf jeden Fall zumindest 3-mal neu aufstellen, dass ich mir 2 noch zurückhalte. Aber die machen sich über Brickout schon mal wieder auf den Weg. Und der Rest der Bestellung ist relativ klein. Packe ich jetzt eben und zeige es euch natürlich dann komplett. Was jetzt natürlich normalerweise schön ist, dass in 11 Fächer frei werden. Aber jetzt hat er ein Lot aus den 11 Fächern ausverkauft. Und das ausgerechnet von dem schwarzen, das heißt das Magazin von Stanley soll ja hier stehen bleiben, nur die roten soll geleert werden. Ich hatte der Einfachheit halber... Du willst mir mithelfen oder soll ich die Frisbee werfen? Frisbee werfen? Ich muss Frisbee werfen, das ist wichtiger. Jetzt ist meine Frau die Frisbee werfen, aber das ist genau das, was ich meine. Ich kann hier meine Orders picken, kriege aber noch was von der Familie mit. Und das ist echt schön. Was ich aber eben sagen wollte, ich habe ja immer noch die Sachen aus den L-Magazinen ein bisschen mehr reduziert, zumindest die nächsten Tage. Und 1, 2, 3, 4, 5, nochmal 15, 10. Und hoffe natürlich, dass ich die noch so leer kriege, wie es geht. Da fülle ich auch im Moment nicht nach. Also alles, was ich nachfülle, kommt im Moment in die Wand und in die Wand. Wobei ich für die A-Wand erstmal wieder neue Trenner schneiden muss, bis ich da wieder auffüllen kann. Aber die roten Magazine möchte ich jetzt wirklich sehr, 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 sehr zeitnah leer machen und in den Keller bringen, um halt wieder mehr gebrauchte Steine anzubieten, weil da möchte ich unbedingt wieder mit starten. Da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Und mein Gebrauchtsortiment ist wirklich gering geworden. Da habe ich ja das letzte Mal Ende letzten Jahres, ich glaube im November, Anfang, Ende November, habe ich das letzte Mal wirklich gebraucht hochgeladen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, und da haben wir erste Bestellung über Brick Owl. 5 von diesen Kisten hier. Slopes in Rot und Blau, auch noch ein paar gebrauchte Slopes dabei. Hier diese kleinen Teile, die kannst du mit denen zusammen in eine Tüte packen. Und halt die 5 Sei Boos. Und ja, erste schöne Bestellung. Damit haben wir nur noch 5 fertig. Vielleicht habe ich sogar noch eine vom Abendbrot. Aber meine Frau kocht heute was, was nicht so lange dauert, hat sie gesagt. Die zweite Bestellung fängt an. Auch bei Brick Owl, relativ klein. Mit so einem Dark Brown Minifiguren-Headteil. Und dann haben wir in 110101 das Sticker-Sheet von einem Lego Friends Set von der Hunderettung. Und auch da, man sieht, man verkauft mir Sticker nur 18 Cent, aber ja, passt schon. Ich habe ja hier dieses alte Diddlemouse-Heft von meiner Frau. Und was habe ich gesagt? F0101. Und da seht ihr dann auch schon den Stickerbogen. Ist hier dann gut aufgehoben. So, ich gleich einen Behälter für. Muss man jetzt natürlich mit einer Hand rauskriegen. Kommst du da jetzt raus? So, genau, das ist der Stickerbogen. Nochmal Kontrolle, genau da. Ich weiß, die GoPro fokussiert nicht, aber passt schon.
packen wir gleich ordentlich rein. Und der Rest der Bestellung sind 2 Kopfteile und 7 Transparent Clear Round Tiles. Und ja, das sind häufig die Brickall-Bestellungen so klein. Also die davor, das war dann schon eher so eine Ausnahme, zumindest vom Volumen her. Aber auch die nächste Bestellung hat 17 Lots, 90 Teile. Aber das ist eher so die Größenordnung, die man bei Brickall öfter hat. Und bei Bricklink hat man meistens die größeren Brocken dann. So, und nach dem Abendbrot die dritte Brickall-Bestellung abgefrühstückt. 26 2x16 Plates in Hellgrau. Nehmen wir jetzt 2x16. Keine 2x16, das waren 2x14, ist richtig, 26 2x14 und 2x16 in Dark Bluish Gray. Und hier noch ein paar Plates und ein paar Teile in Gelb und Tan, ein gebrauchtes Teil. Und ja, macht sich auch auf den Weg. Und damit haben wir Brickall alles abgearbeitet. Es ist super, super lange her, dass ich 3 Brickall-Bestellungen hintereinander gepackt habe. Aber ist auf jeden Fall auch mal wieder schön. Ich habe gestern noch darüber nachgedacht, dass ich da im Moment so wenig Bestellungen bekomme auf Brickall. Hatte ich, glaube ich, im letzten Vlog auch erwähnt. Aber die 3 Bestellungen heute haben die Investition in die Rechtstexte für Brickall auf jeden Fall locker wieder wettgemacht für diesen Monat. Und das passt auf jeden Fall. Jawohl, jetzt haben wir 18.34 Uhr. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, bis Sandmännchen und die Kinder ins Bett gehen. Und der Sven hat schon wieder bei mir bestellt. Er hat geschrieben, hi Dennis, nach deinem Vlog musste ich heute direkt wieder bei dir zugreifen. Zum zweiten Mal diese Teile benötige, beziehungsweise kann ich wunderbar für meinen Quidditch-Feldmock gebrauchen. Sorry fürs Leerkaufen direkt. Und ja, du darfst diese Bestellung zeigen. Ja, das sorry fürs Leerkaufen direkt ist natürlich kein Problem. Er hat jetzt hier eine wunderbare Bestellung gemacht. 183 Items, 85 Lots. Und wenn Quidditch-Mock, dann ist natürlich klar, hat er Teile bestellt, die aus dem Set sind von dem Quidditch-Koffer, Harry Potter-Koffer, den ich ausgepartet habe im letzten Vlog. Und da braucht man sich natürlich nicht für entschuldigen. Schon mal ein Spoiler, nee, wo hat es hingetan? Da, er hat auch alle Capes direkt gekauft. Ich lasse jetzt hier noch liegen, bis ich gleich da bin, dass sie nicht durcheinander kommen. Aber ist natürlich schön, wenn die Sachen sofort gehen. Und da braucht man sich natürlich nicht für entschuldigen, lieber Sven, weil genau das ist ja das Ziel. Es gibt Dinge, die ich sammle, ja, aber die Sachen, die hier zum Verkauf stehen, die möchte ich garantiert nicht hier sammeln, sondern da ist es das Ziel, dass sie weiter zum Nächsten gehen, der damit was anfangen kann. Und das ist mein Hobby, das mache ich mehr als mit Lego zu bauen. Ich habe einfach unheimlich viel Spaß daran, dass sich die Teile verkaufen. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, wobei da könnte ich schon mal ein Pablo-Video zu machen, aber ich kann es ja auch im Vlog mal kurz anschneiden. Ups, leider habe ich mich verschluckt. Weil unter dem letzten Video wieder mal die Frage kam, die ich ja ganz oft habe, wie lange ich für Bestellungen Pickung brauche, wie viel Umsatz ist es dann, wie viel Gewinn, lohnt sich das und so weiter. Man kann wirklich pauschal nicht sagen, mit welchen Bestellungen man wirklich wie viel Gewinn oder wie viel Gewinn man macht, nur wenn man ein paar Bestellungen kriegt, sondern man muss es wirklich, wenn man den Gewinn herauskriegen will, aufs Jahr rechnen. Ich kriege jetzt übrigens gelbe Sortierschalen, da freue ich mich schon richtig drauf. Ein netter Kollege, ich zeige euch seinen Store auch später mal oder wenn die Dinge an sind, bringt mir welche aus den USA mit, super, super nett. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, man kann den Gewinn, was man an Umsatz macht und wie viel Gewinn das ist, nicht an ein paar Bestellungen. Das kann man weder an den Bestellungen von einem Tag und erst recht nicht an ein oder zwei und auch nicht an den Bestellungen von 2 oder 3 Wochen ausmachen. Das ist in diesem Business einfach unmöglich. Das Problem ist einfach, ich kann eine Bestellung picken, die 500 Euro wert ist, aber da sind nur 30 Minifiguren drin. Dann mache ich in 20 Minuten 500 Euro Umsatz, wovon dann wahrscheinlich 350 Euro Gewinn sind. Ich kann aber auch eine Bestellung picken mit 128 Lots und 10.000 Steinen mit einem Wert von 35 Euro. Da brauche ich dann 1,5 Stunden für, habe dann einen Gewinn von vielleicht 18 oder 19 Euro, aber habe einfach 2 Stunden dafür gebraucht. Deswegen in diesem Business, nennen wir es einfach mal, kann man wirklich nicht anhand von ein paar Beispielen sagen, wie viel Umsatz oder Gewinn man macht. Man kann natürlich den Jahresumsatz gucken und kann dann gegenrechnen, wie viel Einnahmen und Ausgaben man hatte. Aber einen Stundenlohn ausrechnen oder ähnliches ist absolut unmöglich.
Sven, vielen Dank für deine zweite Bestellung in so kurzer Zeit. Solange du mir hier treu bleibst, muss ich wohl weiter Harry Potter Sets ausbaden. Nein, Spaß. Aber es freut mich natürlich, dass du hier fündig geworden bist und so ein cooles Quidditch-Feld baust. Und ich packe die Bestellung zu Ende, zeige sie euch dann gleich noch. Ich muss in das Fach hier unbedingt was reinpacken, was nicht durchsichtig ist, damit ich das Fach gleich nicht übersehe. Ja, und jetzt quatsche ich schon wieder zu viel. Jetzt haben wir schon 18.38 Uhr und ich will ja gleich mit den Jungs nach oben, wenn sie ins Bett gehen. Bis dahin sollte ich die Bestellung auf jeden Fall fertig haben. So, Bestellung gepackt, Sandmännchen vorbei. Und wer ist beim Sandmännchen eingeschlafen? Joshua. Ja. Oh je. Also, ihr seht schon, die beiden Stickerbögen hat er gekauft. Also alle meine Umhänge, ganz viele Transpierteile, ganz viele Harry Potter Torsos, schwarze Beine. Hier sind gebrauchte Sachen und meistens ist die gebrauchte Qualität ja wirklich gut bei mir. Und auch die Dinger hier sehen, finde ich, exzellent aus. Ups, da ist eine Tasche weggeflogen. Da ist ganz viele Besen und Taschen, schwarze Beine, die Tücher von den Umhängen. Drei Köpfe mit dabei, also dreimal derselbe Kopf. Hier diese Wechselgesicht, Grimmchen mit Guckenfrau, drei Pokale. Ja, und dann, das war die ganze Bestellung. Musste ein paar Versandkartons noch aus dem Keller holen, aber da mache ich jetzt nur eben das Etikett fertig, macht sich auf den Weg. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für deine Bestellung. Ich freue mich wirklich riesig und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Da ist die Bestellung gepackt und ich habe gedacht, vielleicht hast du den Koffer ja nicht, aber wenn du Harry Potter magst, lege ich dir mal eine von den Anleitungen noch dabei. Und falls du sie schon hast und nicht gebrauchen kannst, dann tut es mir leid für den Extramüll, aber ich habe gedacht, ist eigentlich eine schöne Anleitung. Vielleicht hast du den Koffer nicht selber. Dann hast du die immerhin auch in der Sammlung. Ein paar Bautechniken dabei. Es wird erklärt, wie man die Sticker benutzt. Ganz wichtig. Ja. Vielleicht passt das ja für dich. Wenn nicht, dann nicht. Aber das macht sie auf jeden Fall auch nicht. Oh, Gummibärchen. Gummibärchen nicht vergessen. So, und ich habe die Sticker und die Umhänge hier reingepackt. Kann man das so sehen? Ja. Da sind sie alle drin, dass auch alles sicher ankommt und nicht kaputt geht, kommt wieder unten runter. Einfach nur mit einem Band Tesafilm gemacht. Ich denke mal, man sollte es ja schon einigermaßen sicher verschicken. So, 19:24 Uhr, ich habe Corrigs umgestellt. Es ist Wahnsinn, wie schön hell das noch bleibt. Und ich gehe zur vorletzten Bestellung des Abends. 70 Lots, 155 Items. Wir haben noch früh. Wenn ich jetzt schnell genug mit den letzten beiden Bestellungen durch bin, dann kann ich sicherlich noch was ausfahren. Und da ist die Bestellung gepackt. Ein paar City-Mini-Figuren, hier einmal diese Star Wars Pop, Unmengen an Tiere, also verschiedene Haie, Hammerhaie, Delfine, Hasen, Schlangen, Eichhörnchen, Katzen und so weiter. Minecraft-Bienen, jeweils zwei Stück verschiedene, ein paar Transkrierteile und dann ohne Ende Mini-Figuren-Parts, ein paar gebrauchte Teile und vier alte Star Wars Anleitungen, die 75-154, 75-200, 71-66 und 75-160. Jo, und dann haben wir noch eine Bestellung und dann wird noch was ausgepartet. So, und die nächste Bestellung ist von Thomas von Steinpilz. Habe ich gerade auch schon als Fan gemacht. Ein kleiner, aber feiner, neuer Store mit 800 Lots im Moment. Und er hat mir geschrieben: Hi Brickcare, es war eine kleine Bestellung, aber deine Videos haben mich ermutigt, einen eigenen Shop zu eröffnen und mein Hobby auszuweiten. Habe noch ein bisschen mit der Seite auf Bricklink zu tun und fuchse mich so langsam rein. Danke und bis bald. Meinen Namen kannst du gerne verwenden. Steinpilz ist mein kleiner Shop. Genau. Und das ist jetzt ziemlich zügig gepackt. Das können wir gemeinsam packen. Und ja, der wichtigste Tipp, den ich geben kann, ist, alles in Ruhe zu machen. Und es gibt ja Leute, die fangen neu an und starten direkt mit, weiß ich nicht, 5000 Lots und 100.000 Steinen, bevor sie aufmachen. Aber ich habe ja selber mit nur ein paar hundert Lots und ich glaube insgesamt 2.500, 3.000 Steinen damals angefangen. Und dieses langsame Anfang ist super. Und glaub mir, oder allgemein für alle, es ist am Anfang wesentlich leichter, wenn man einfach langsam lernen kann. Ups, wir brauchen 14 da.
Und weil wenn es direkt losgeht, ihr, keine Ahnung, ihr sammelt, ihr partet aus, ihr bereitet vor und öffnet euren Store mit 250.000 Steinen, jetzt mal übertrieben gesagt, dann werdet ihr ruckzuck richtig viele Bestellungen bekommen. Das kann am Anfang einfach ein bisschen überwältigend sein. Da oben. Und es macht definitiv Sinn, langsam zu starten, ruhig zu starten, erstmal das alles kennenzulernen und nach immer durch Reinvestieren über ein paar Monate zu lernen. Ich hatte in meinen ersten Monaten, hatte ich auch nur meine 2 bis 3 Bestellungen die Woche, wenn überhaupt. Ich glaube, in meinem ersten Monat hatte ich 8 Bestellungen. Das war jetzt nicht die Welt. Ich meine, ich habe damals eBay noch dabei gehabt, das mich ziemlich beschäftigt hatte. Aber nichtsdestotrotz geht es definitiv besser zu lernen, wenn man wirklich langsam startet. Und man muss dann denken, oh Gott, ich habe noch so wenig Teile und es kommen keine Bestellungen. Ja, dass so wenig Bestellungen kommen, ist komplett normal. Aber seht das wirklich als Chance, das ganze System langsam kennenzulernen. Weil wie du auch geschrieben hast, man muss die Seite erstmal kennenlernen. Die Art und Weise, sein eigenes Lagersystem muss man kennenlernen. Man muss erstmal schauen, wie packt man denn wirklich alles ein. Nee, halt, ich brauche Korall. Das ist da hinten. Hätte ich fast den falschen Stein genommen, weil ich quatsche. Und ja, wenn man dann sein System hat, dann wird es ja automatisch größer. Weil wenn man das wirklich so 2-3 Monate in Ruhe macht und sich die Zeit zum Lernen nimmt, in der Zeit wächst man automatisch und da braucht man es gar nicht drauf anlegen. Und vor allem das Wichtigste ist, nicht zu viel Geld ausgeben. Ich habe damals ja bewusst mit den 500 Euro gestartet, weil ich hatte keinen Bock, Tausende von Euros auszugeben und in da irgendwie in so einen Kaufrausch zu geraten, weil ich denke, ach, das wird super geil. Und am Ende des Tages habe ich dann hunderte Euro in Sand gesetzt, nur weil ich dann nach einem Monat oder 2 keinen Bock mehr hatte. Und da habe ich mir damals gesagt, gut, mit Kleinteile-Magazin gebe ich nur meine 500 Euro aus. Ab da reinvestiere ich, dann kann ich lernen, dann kann ich gucken, macht es mir Spaß oder nicht. Das ist dein letzter Stein. Und hätte es mir keinen Spaß gemacht, was hätte ich verloren gehabt? Ich hätte 500 Euro für Lego und Sortierkisten ausgegeben, die dann im Zweifel meine Kinder hätten benutzen können. Oder dann hätte ich die Sachen als Konvolut wieder verkauft. Aber ich hatte vor allem Zeit zu lernen. Und natürlich hat mich das am Anfang auch frustriert, dass ich wenig Bestellungen hatte. Aber nichtsdestotrotz, im Nachhinein würde ich sagen, war das genau der richtige Weg für mich zu lernen. Genau, die Bestellung packe ich jetzt mal so ein schönes Tütchen ein. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich für deine Bestellung. Wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg mit deinem Store Steinpilz. Und werde dann mit meiner Frau noch was Schönes zum Ausparten jetzt raussuchen. Ja, jetzt haben wir Mittwoch, 17 Uhr, zwischen 2 Diensten. Ich habe gestern nichts geschafft. Auch die Sachen, die wir ausgepartet hatten, stehen da immer noch. Ich habe gestern nur das Horror-Video gemacht, von denen hier noch alles liegt. Und ich habe hier noch eine Bestellung offen auf Bricklink, die 11 Lots hat, 123 Items. Auch wenn jemand schon das 3. Mal bei mir bestellt. Sebastian, ich denke, das ist in Ordnung, was ich den Namen sage. Freut mich natürlich. Aber die Bestellung muss natürlich gepackt werden. Die ist vom 1. April. Heute ist der 3. deswegen. Da muss ich schnell ran. Aber das mache ich jetzt auf jeden Fall eben noch schnell. Und dann muss ich leider zum Spätdienst weiter. Und boah, ich bin echt gestern 13 Stunden arbeiten gewesen. Heute war auch schon wieder ewig viel. Manchmal ist viel zu tun. Ich bin müde. Und dann passiert halt hier nicht so viel. Aber ich packe eben die Bestellung. Das kriege ich noch eben schnell hin, dass ich die heute noch losschicken kann, wenn ich jetzt gleich zum Spätdienst fahre. Hier von dem Teil hat er 100 Stück bestellt. Und die sind tatsächlich etwas schwer zu wiegen. Da habe ich aber damals extra, ich hatte irgendwie 4000 Stück, habe aber dann nur angegeben, dass ich 3000 habe, dass ich Reserve habe. Und wenn dann jemand große Mengen bestellt, habe ich jetzt die Waage extra bis 102 zählen lassen, beziehungsweise lege dann jetzt auch noch einen 103. dabei. Ich gehe davon aus, dass die Werte richtig sind, weil wenn ich jetzt einen dazu tue, geht er auf 103 hoch, das passt. Aber das mache ich bewusst, also falls du die Videos siehst und siehst, hey, ich habe 3 mehr bekommen, kein Problem, das habe ich mit Absicht so gemacht, das war so geplant. Und jetzt habe ich noch 10 Lots, die ich noch eben packen muss. Und dann habe ich deine gesamte Bestellung und dann macht die sich auf den Weg. Da war ich gerade mal wieder kurz im Querformat. Auch ziemlich cool, neben einer Videofigur, die ihr bestellt habt, hier aus der
Sammelserie aus der vorletzten. Zwei solche Torsos mit den Einhörnern. Freut mich natürlich auch sehr, wenn die weggehen. Und ja, sehr schön. Freut mich wirklich. Ja, und da ist dann die ganze Bestellung. Wie gesagt, 100 von den Dingern. Ein Hai, zwei Torsos und ein bisschen Minifiguren, Utensilien und die Videofigur. Vielen Dank. Sorry, dass ich jetzt, weißt du, wie es ist, das so kurz und knapp packen musste. Auch tut mir leid, dass du jetzt zwei Tage warten musstest. Aber ja, mein Hauptjob ist nun mal mein Hauptjob und das hier ist nur das Hobby. Ich bemühe mich ja trotzdem immer am selben oder am nächsten Tag zu versenden. Manchmal, wie jetzt, klappt es halt nicht, aber meistens gebe ich Gas und ich traue es mich gar nicht zu zeigen, aber von meinem Haul-Video, da liegt ja jetzt noch alles, das muss dann mal wegsortiert werden. Das haben übrigens meine Söhne heute mit meiner Frau aufgebaut. Ist ein wirklich überraschend gutes Set für den Preis, war ich sehr, sehr zufrieden mit. Und das Desaster braucht man nicht drüber reden. Da ist kein Lego drin. Geburtstagsgeschenk für Josh, pst, falls er die Videos sieht. Nein, guckt er natürlich noch nicht. Aber Josh und Oskar haben beide jetzt bald Geburtstag. Joshua diesen Monat, Oskar nächsten Monat. Also haben wir aufregende Zeiten vor uns. Und ja, freue mich aber, wenn dann heute Abend erst auf. Ich muss jetzt zum Spätdienst. Ich bin eigentlich schon zu spät dran. Wir haben jetzt 20 nach 5. Und ich fahre eigentlich so um 4:45 los. Aber die Bestellung packe ich jetzt nur eben ein und dann geht's los und dann mal sehen, ob ich heute Abend mich nochmal melde oder ob der nächste Clip dann erst morgen oder übermorgen ist. Wer weiß das schon. Ja, jetzt haben wir Donnerstagabend. Wo ist Cole? Da ist Cole. 19.20 Uhr. Das müsste auch hinkommen. Yep. Ich muss aber trotzdem die Minutenzahl einmal stellen, weil nämlich schon 19.26 Uhr. Genau, ich habe mir morgen freigenommen, ich habe gestern nichts gemacht, wollte jetzt noch ein bisschen was im Store tun, vor allem erstmal Ordnung machen. Da sind ja noch von nicht gestern, entweder von vorgestern oder von vorgestern ja noch die Sets, die wir ausgepartet haben. Einmal das Draco Malfoy Polybag und einmal von Lego Dreams, dieser Wahlluftballon, da hatte ich mir dann doch zu entschieden, das nur einmal zu nehmen, zweimal, nicht nochmal nachzubestellen. Aber bevor ich natürlich die Sets hochladen kann und auch zwei Bestellungen, die da sind, noch packen kann, brauche ich natürlich Platz. Das heißt, ich werde mir jetzt hier erstmal diese Kartons hier wegpacken vom letzten Haul-Video, was ich gemacht habe. Habe mir jetzt überlegt, hier diese Lego-Kartons, wo die GWPs nur drin waren, die werde ich mir mal aufheben. Die haben eine gute Größe, Entschuldigung für die Kameraführung, dass ich sie nochmal benutzen kann, wenn ich mal eine etwas größere Bestellung im Paket versenden möchte. Das heißt, die beiden falte ich mir jetzt zusammen, lege sie mir hier hinter. Die meisten Bestellungen kann ich ja in die Warenpostkartons packen, aber so zwei, drei größere Kartons hebe ich mir ja immer auf. Den Rest bringe ich jetzt als erstes ins Altpapier rüber, in eine Garage, beziehungsweise in das Altpapierlagerfläche, muss dann weg. Dann muss ich gucken, da liegen ja noch Sets zum Ausparten und da hinten liegt auch noch was, dass ich gucke, ob ich heute Abend noch was ausparte. Ich denke schon. Ich bin am Überlegen, meine Frau hat hier das Set aufgebaut, dass ich das vielleicht noch einmal ausparte oder das Batmobil. Ich muss mal gucken, wobei das Batmobil gar nicht so schlecht ist vom Part-Out-Value her oder von den Teilen her. Die passen gut zu meinem Store. Part-Out-Value ist okay, aber von den Teilen her ist das echt gut, weil ich sehr viel Schwarz in letzter Zeit verkauft habe, dass ich da am Überlegen bin, ob ich da vielleicht nochmal was von nachholen soll. Und was ja definitiv eine Alternative ist, das kann ich mir noch überlegen. Mehr als 5 von dem Animal Crossing Set will ich nicht ausparten. Das heißt, das ist eine Möglichkeit zum Ausparten. Dieses Oster-GWP werde ich nicht nochmal nachbekommen, das kann ich ausparten. Und auch von diesem Dream-Set hier werde ich nur die 4 nehmen, die ich hier habe. Und auch von dem Sandwich-Laden werde ich nicht mehr kriegen. Das heißt, die 3, 4 oder 5, die ich hier habe, ich bin mir gerade nicht sicher, könnte ich auch schon ausparten. Aber ich denke mal, das Batmobil lege ich noch zur Seite, mache ich mir nochmal Gedanken drüber. Genauso, wie ich mir noch Gedanken darüber machen wollte, habe ich günstig geschossen hier dieses Feuerwehrauto von Lego City. Das habe ich nur zweimal da. Ob ich mir das noch einmal nachbestellen möchte, ist eine Option. Und den gab es ja auch so günstig beim Kaufland, wo ich noch mal überlege, ob ich den nachbestellen soll. Ist ja hier von Lego Technik. Moment. Oh Gott, die Kameraführung. Ich weiß, das ist unangenehm.
diesen John Deere Traktor habe ich auch nur zweimal. Und eigentlich ist ja meine Mindestmenge zum Ausparten dreimal, wobei ich ja auch vorhatte, die Sets öfter als dreimal auszuparten. Wer hier sieht, 5 habe ich davon, 4 davon, 5 davon, ich glaube von dem 5 oder 6. Das ist dann schon eher die Menge, an die ich eigentlich rangehen möchte, um einfach auch die Teile in einer vernünftigen Menge zu haben und die Schubladen zu füllen. Ähnlich wie ich es ja zum Beispiel mit diesem Lego Technik Truck gemacht habe, dass man dann einfach, wie man das zum Beispiel hier sieht, ist so eine Schublade, wo Teile daraus drin sind. Wenn man dann in so einer Menge diese Technik-Sachen bekommt, macht das natürlich mehr Sinn, als wenn ich ein Set ausparte und dann habe ich, weiß ich nicht, hier dieses gebogene 45-Grad-Technik-Element vielleicht nur dreimal im Store, weil ich das Set zweimal ausparte. Ich glaube, es ist hier sogar nur einmal drin, dann hätte ich es nur zweimal im Store. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt hier aufräumen, weil wenn ich keine Ordnung halte, kann ich hier gar nichts machen. Und deswegen geht es als erstes ans Altpapier. Dann werde ich die Sets unten in den Keller, den alten Blickenstore, auf den Partorthaufen packen. Und dann kann ich mich entscheiden, was ich machen möchte. Ja, natürlich jetzt noch nicht optimal, aber schon mal minimal mehr Ordnung. Die Sachen, wo ich überlege nachzubestellen, habe ich jetzt erstmal oben drauf gelegt. Das ist ja kein Problem. Und die 4 Sets sowie die da unten sind halt die Dinge, die ich jetzt bald ausparken muss. Und jetzt mache ich mir eine Datei fertig. Ich weiß gar nicht, ob ich die zusammen mache oder trenne. Ich glaube, ich trenne die aber eben. Fange erst mit der Harry Potter Folie weg an. Und danach hier ist das Beamset, was ich meinte. Und wenn ich die Sachen eingestellt habe, räume ich noch ein bisschen weiter auf. Oder parte was Neues aus. Die beiden Bestellungen, die gekommen sind, sind jeweils nur eine Minifigur. Das sollte gleich relativ zeitnah und zügig gehen. So, von der Harry Potter Polybag, alles ist ganz schnell wegsortiert worden. 225 Teile, knapp 70 Euro Warenwert. Und ich hatte ja hier noch eine Kiste liegen mit Fliesen, die ich letztes Mal übrig hatte noch. Das ist ja immer wieder das Lotz mal nicht ganz stimmen bei mir. Das waren hier diese Dark Bluish Grey Tiles. 16 Stück hatte ich davon noch übrig. Ja, aber die sind jetzt auch wieder da und wir haben 15 neue Lots. Immerhin besser als nichts. Müssen natürlich noch synchronisieren. Das mache ich ja immer sofort. BL Master. Ich vertippe mich. So, BL Master on. Zack. BL Master. Oh. Dann synchronisiert es. Ja, dann habe ich jetzt das nächste Set eingepflegt, einsortiert, bevor ich dann jetzt mal eine kleine Couchpause mache. 20.30 Uhr haben wir. Habe jetzt beide Minifiguren einfach so eingestellt und es sind dann ja immerhin nochmal 310 Items, 60 Euro, 74 Lots, wovon 25 neu sind. Und dann bin ich wenigstens noch über mein 195.000, minus auf 195.500 und mal gucken, ob ich noch was ausparte oder nicht. Auf jeden Fall scanne ich gleich die beiden Anleitungen ein, dass ich die VIP-Punkte noch mitkriege. Und dann kommen die direkt in die Kiste, wo ich ja Anleitungen gescannt drin habe, dass ich so ein bisschen Ordnung auch in dieses System reinbekomme. Ja, mein neuer Freitag. Ich weiß, ein paar der letzten Clips waren dann mit einer bisschen weiteren Linsenfunktion. Wir haben 8.16 Uhr und ich bin jetzt so ein bisschen überlegen, was ich dann mit meinem freigeschaufelten Tag heute machen soll. Es gibt ja Optionen. Zum einen könnten wir den Partorthaufen hier unten ein bisschen reduzieren oder die Sachen aus dem Keller ausparten, die wir noch haben. Das wäre die Option 1. Option 2 wäre definitiv, dass wir schon mal von den roten Magazinen wieder ein, zwei leer kriegen, damit wir dann diese Etiketten benutzen können und auch mal wieder gebrauchte Steine sortieren und hochladen können, dass wir im Keller da vorankommen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich gut. Hier unten liegen noch Marvel-Minifiguren. Oh je, die sind mir letztens runtergefallen. Oder die sind nochmal runtergefallen, ohne dass ich es mitbekommen habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall alle einmal einsammeln. So, ich glaube, das hier gehört auch noch zu den Marvel-Minifiguren. So, die habe ich immer noch nicht fertig gemacht. Ach, ich bin noch nicht ganz wach. Jetzt werfe ich alles rum.
den Bilderrahmen wollte ich natürlich sagen. Genau, also das wäre definitiv eine Option, dass wir einfach mal die roten Magazine, wie viele sind das? 8, 9, 10, 11, 12 austauschen. Wahrscheinlich angefangen mit dem AL04, dass das dann im Keller kommt. Und dann von hinten nach vorne, dass wir die mit Stanley-Magazine austauschen. Die Steine von den roten Kisten können dann rüberwandern in die SD-Kisten. Da sind ja jetzt noch genug frei. Und genau, dann so nach und nach den Sortierbereich im Keller aufbauen, dass wir damit irgendwann starten müssen. Das macht natürlich die meiste Arbeit, weil man alles neu beschriften muss, erstmal neues System sich überlegen muss. Und das Umpacken macht natürlich noch Arbeit. Aber eine Idee wäre es auf jeden Fall. Wir gucken mal. Wir gucken, was passiert. Ihr werdet es auf jeden Fall erleben. So, das Magazin ist leer. Die zwei Plates habe ich gefunden. Die sind noch oder gehören zu den verloren gegangenen Teilen. Das heißt, wenn ich was ausparten sollte, kann ich die beiden mit hochladen. Und genau, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Und dann überlege ich mir, was ich als nächstes tue. Step by step. So, ich fange jetzt noch am Frühstück an damit. Ich habe hier diese Pick-a-Brick-Bestellung. Das war 80,55 Euro insgesamt. Hatte ich ja geholt, um die 80 Euro 3 GWPs zu bekommen. Da ist die Gewinnmarge okay, aber nicht so gut. Ich habe dann halt immer auf Pick-a-Brick verglichen, was kostet es mich da und was sind die Preise in Deutschland. Und passen sie in meinen Store? Also habe ich die Sachen schon mal verkauft? Habe ich sie noch nicht? Sind es neue Lots oder nicht? Und so weiter und so fort. Beispielsweise diese Pflanzenteile in Dark Red habe ich schon mal gewinnbringend verkauft. Und auch diese Möwen habe ich zum Beispiel mal gewinnbringend verkauft. Den Rest habe ich dann so gedacht, was gut aussieht, nehme ich mal mit. Und ich möchte unbedingt diese Polybag-Kiste da endlich weg haben, weil da stoße ich ständig gegen. Deswegen habe ich gesagt, fange ich damit jetzt an. Sortiere die Sachen jetzt, packe sie weg, mache eine Datei und dann können wir gucken, was wir aus diesen 80,55 Euro und 3 GWPs gemacht haben. Wie gesagt, der Gewinn ist nicht überragend hoch bei solchen Sachen. Aber es ist für mich persönlich, ich mag das einfach, die Abwechslung im Store zu haben und ich möchte in Zukunft auch noch mehr Minifigurenersatz und Einzelteile haben. Jawohl, alles einsortiert. Es sind jetzt 219 Euro wert, also ein bisschen mehr als das Doppelte. Und das ist absolut akzeptabel und in Ordnung. Von den Lots sind 13 Lots neu gewesen und es waren 350 Items. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir sind jetzt auf 195.854 Items, 7.706 Lots. Der Lot-Count wird natürlich stärker steigen, wenn ich jetzt endlich mit den Gebrauchten anfange. Ich bringe jetzt auch das Magazin schon mal nach unten, dass ich hier wieder Platz habe. Und ja, von den Imperial Soldiers, die ich hier bauen wollte, fehlen, glaube ich, noch ein paar Teile, die aus einer anderen Bestellung kommen. Oder sind hier schon die kompletten Figuren drin? Müsste ich nochmal gucken, ob ich die da schon komplett machen kann. Oder ob da auch noch... das sieht so aus, als wäre schon alles da, dass ich die bauen kann. Das wäre ganz cool. Gucke ich mir aber, wie gesagt, nochmal in Ruhe an. Und dann habe ich ja hier noch die Oster-Polybags, die ich auf jeden Fall wegräumen muss. Das Animal Crossing Polybag, das haben meine Kinder letztens aufgebaut mit meiner Frau. Es ist echt eine coole Spielewelt, also es ist wesentlich besser, als ich es erwartet hätte. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, die Sets. Und ja, das hier ist eine uralte Pick-a-Brick-Bestellung mit Teilen von der Löwenritterburg. Da muss ich mal gucken, dass ich davon nochmal die ein oder andere Figur zusammensetze, die ich vorhatte. Ich glaube, das mache ich jetzt auch als nächstes. Da habe ich nämlich zwei Tüten. Die habe ich damals nicht kontrolliert. Und ich muss mal gucken, ob da überhaupt von Lego alles ankam, was ich damals bestellt hatte. Weil das sieht irgendwie so aus, als würde da eine Tüte fehlen. Vielleicht irre ich mich da aber auch. Aber wenn ich mir das hier ansehe, ich habe ein, zwei, ja mindestens 10 Torsos. Aber ich habe halt keine Helme dabei, ne? Hier sind, wie viele Helme sind hier? Da ist einer. Ist halt nur ein Helm drin. Deswegen habe ich die Sache immer so zurückgelegt, weil ich dachte, da hat Lego irgendwas vergessen mir zu liefern. Vielleicht finde ich ja am PC die alte Bestellung, um mal zu gucken, was ich damals damit vorhatte. Ich habe auf jeden Fall nichts anderes hier, aber es sieht so aus, als wäre da damals nur die Bestseller-Teile angekommen und die Standardbestellung ist komplett verloren gegangen. Aber ich gucke da jetzt noch einmal drüber. Ich habe jetzt diese Rittertüten einmal alle sortiert und in eine Datei gemacht. Es sind 80 Teile mit 18 Lots. Und jetzt markiere ich die alle, um zu gucken, welche Figuren ich daraus komplett machen kann.
Und dafür gehe ich dann halt hier drauf auf die Inventarlisten und dann ist hier dieser Punkt baubar. Da gehe ich drauf und dann sehe ich jetzt, ich könnte diesen Lion Knight bauen, dafür bräuchte ich den Helm. Aha, und hier erklärt sich dann auch, da könnt ihr die Figur besser sehen, dass ich, deswegen habe ich so wenig Helme damals bestellt, weil ich kann dann die Figur fünfmal bauen aus den Dingern. Einmal mit Helm sind dann schon mal 6 Figuren, wobei ich auch nur 5 Rüstungen habe. Also der mit Helm ist dafür ohne Rüstung. Das heißt, ich kann einen Ritter mit Helm bauen. Ich kann 5 Ritter mit Rüstung und den Haaren bauen. Okay. Dann kann ich den Forestman hier bauen. Den kann ich einmal bauen, weil ich einmal den Torso und die Beine habe. Das ist hier. Den Köcher habe ich auch einmal bestellt. Und ich habe 5 von den Federn bestellt, brauche aber nur eine. Den Kopf habe ich auch 5-mal. Also irgendwas habe ich da ganz falsch gemacht. Und dann haben wir hier diesen Peasant, den kann ich auch nur einmal bauen. Jetzt macht er den nicht groß, weil ich diesen Kopf hier halt nur einmal habe. Aber einmal kriege ich den auch hin. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, muss ich dann natürlich einmal auf Brickling gucken, was diese Figur denn zum Beispiel wert ist. So. Also in Deutschland der günstigste von dem hier zum Beispiel kostet 4,26 Euro. Jetzt muss ich natürlich einmal die Preise der Einzelteile festlegen und dann einmal markiere oder gucken. Wir haben 1,18 Euro, 1,40 Euro, also sagen wir mal knappe 2,60 Euro plus 15 Cent sind 2,80 Euro, 3 Euro. Und welche Beine hat der gute Mann? Die dunkelbraun. Also wir hätten in Einzelteilen 3,60 Euro, als Figur 4,25 Euro im günstigsten Fall. Aber da ich den Kopf eh nur einmal habe, denke ich, kann ich auch die Figur da einmal zusammenbauen, den Rest in Einzelteilen. Ich bastel mal ein bisschen rum. Aber ja, man sollte die Bestellung sofort bearbeiten und vernünftig machen. Und dann passt es auch. Ich denke mal, ein paar Figuren im Angebot zu haben, schadet auf jeden Fall nicht. Ja, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Figuren zusammengebaut, 3 verschiedene und die anderen Teile biete ich als Einzelteile an. Die kommen in das Fach Haar, Pirates und Castle, dann habe ich da immerhin wieder ein kleines Angebot, von den Pirates ist ja nur einer übrig. Da sollte ich aber noch welche zum Nachbauen ja haben, hatte ich euch ja eben schon gezeigt. Dann legen wir eben die Preise einmal fest hier, schauen wir doch einmal, Preise neu downloaden. Und dann haben wir da immerhin nochmal 68 Euro für die 61 Teile. Die Figuren 4,20 Euro, 4,20 Euro, 4,90 Euro und 5,23 Euro. Ja, ich lasse die Preise einfach mal so. Gib alles mit 10% Rabatt. Das ist ja eine Bestellung, die schon uralt war bei mir. Und so, ja, habe ich nochmal ein paar Minifigurenteile. Ich glaube, von den 18 Lots müssten dann jetzt auch 15 Lots tatsächlich neu sein. Verify File, schauen wir doch einmal. Remarks sind alle da. Upload File. Und 14 Lots sind neu. Aber ich war nah dran, immerhin. Und ja, neue Minifigurenteile im Store. Das ist ja, wie ich schon mal in diesem Blog erwähnt habe, genau das Ziel, was ich mir gesetzt habe. Genau. Jetzt parte ich dann das Animal Crossing Set aus. Da habe ich gerade ein Video zu gemacht. In dem Video hatte ich auch nochmal erwähnt, dass man die Kartons von dem Set super als Warenpostkartons benutzen kann. Deswegen kommen die. Na? Einmal hier hinter, wenn sie denn halten. Muss ich auch noch was überlegen. Sind wieder Paperbacks. Die Anleitungen scanne ich eben. Oh, einen vergessen. So. Entsteht schon wieder Chaos hier. Das ist nicht gut. Genau, aber das tate ich jetzt eben aus. Guck dabei selber ein bisschen YouTube-Videos und habe ja noch ein bisschen Zeit, bis die Kinder zu. So, ich habe das Set jetzt ausgepartet. Ich habe schon mehrere Schubladen mit 2 Themen. Deswegen möchte ich die Animal Crossing-Sachen nicht dazu tun. Das heißt, ich nehme eine von den freien Schubladen und tippe mir dann jetzt halt hier das einmal ein, dass das Fach H Animal Crossing bekommen. Animal und dann Crossing
Und dann gucke ich, dass dann vielleicht noch eine zweite Themenreihe mit reinkommt. So, und dann gehen wir auf einmal bitte ausdrucken. Genau, da haben wir es. Kommt dann da drauf. Ich werde jetzt auch erstmal nur zwei Minifiguren davon anbieten. Und die anderen drei habe ich beschriftet. Und komme dann erstmal in die Box, die ihr ja schon kennt, mit den Reserve-Minifiguren. Wenn ich alle verkaufe, theoretisch, fällt mir gerade ein, habe ich ja letztens alle von diesen goldenen Safe Reviews verkauft. 1, 2, 3 sehe ich hier jetzt. Ich habe auf jeden Fall auch nochmal, da ist auch noch ein vierter. Ich hatte ja welche nachbestellt, dann packe ich den hier einfach dreimal nochmal mit in die Datei rein. Das schadet auf jeden Fall nicht. Dafür ist es ja einfach da, dass wenn die ausverkauft sind, ich dann nochmal nachfüllen kann. Und das, was übrig bleibt, soll dann ja, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, upsala, auf eBay landen. Also da ist schon wieder eine ganze Menge an Minifiguren drin aus den Sets, die ich so ausgepartet habe. Aber dann packe ich den noch eben mit dabei. Das ist die upsala. NJO658, drücken wir auf Plus, kein Set, sondern Minifigur, NJO658, da haben wir den guten Onkel und den haben wir dreimal in neu, packen wir dann eben dazu und der kommt eben. Ninjago rein. Ninjago haben wir, ich muss es nur lernen, zusammen mit Monty Kid hier. Ups, dann sind da auch wieder welche von dem Angebot. Das passiert auch relativ selten. Von diesen Schaufeln hier sollten 5 Stück in Plättsilber dabei sein. Ich hatte in den 5 Sets jetzt 7 drin. Aber das ist natürlich was, worüber man sich dann nicht beschwert. Ich hatte beim Zählen erst gedacht, das kann doch nicht sein, dass da eine fehlt, weil ich eine ungerade Zahl erst hatte. Aber dadurch, dass es 2 zu viel sind, kann ich da definitiv mit leben. Gut, dann habe ich jetzt alles einsortiert. Wie gesagt, die 3 goldenen Sensei Wu Figuren sind noch mit dabei. 887 Items, 182 Euro. 32 Lots sind neu. Und damit kann man definitiv leben. Das ging jetzt auch relativ schnell. Wir haben jetzt gerade erst 13 Uhr. Zwischendurch gab es natürlich auch noch eine Mittagspause. Sind wir auf 196.800 Items. Und wenn alles glatt geht, sollte das ja auch nicht das letzte sein, was heute hochgeladen wird. Jetzt habe ich noch jeweils 10 von den Piraten. Imperial Soldiers hier aufgebaut. GP 191 und 193 und das sind immerhin auch nochmal 150 Euro für die 20 Figuren. Dann auch noch eben hochgeladen und dann gehe ich jetzt Haare schneiden. Yay! Aber das waren jetzt 4 Uploads heute. Gar nicht so übel. Ja, mittlerweile ist immer noch Freitag, genau 18 Uhr, gibt also gleich Abendbrot. Ich habe wieder eins von den roten Magazinen leer gemacht, dann schon das zweite heute und beschrifte das direkt hier. Dafür nehme ich ja mit dem Brother P-Touch von Brick Architect die Labels. Die sind dann hier vorbereitet und kann ich mir dann einfach ausdrucken, draufkleben und das wird dann der Sortierbereich, den ich unten im Keller habe. So. Genau, die kann ich dann ausschneiden, hier draufkleben und habe dann vernünftige Sortierstation. Ich klebe die extra unten drauf, weil die ja im Keller in diesem alten U-Form über mir drüber sind dann. Jawohl, wir haben jetzt Freitagabend 19.30 Uhr. Ich habe 3 Bestellungen offen, 2 auf Bricklink, 1 auf Brick Owl. Allerdings die auf Brick Owl die Bestellung und die andere auf Bricklink ist noch nicht bezahlt. Das war IBAN-Bestellung, das Geld ist noch nicht auf dem Konto. Aber ist ja kein Problem. Die andere Bestellung, die schon bezahlt ist über PayPal, ist einfach nur ein 1319 Clone Trooper, von denen ich ja 12 Stück aus dem aktuellen Clone Trooper vs. Droid Battle Packs habe. Und genau, die Bestellung packe ich jetzt schon mal ein, dass ich die morgen weggeben kann. 2489-2038. Gibt noch ein Kärtchen dabei und ein paar Gummibärchen. Und dann werde ich mir gleich überlegen, was ich noch ausparten möchte. Ich denke mal, ich habe schon wieder so viele Clips gemacht, dass ich schon bald einen Vlog machen kann. Ich werde gleich das vorbereitete Magazin hier. Hier ist jetzt alles, was so Clips hat vorbereitet, werde ich in den Keller packen.
in die Sortierkiste. Und dann werde ich aber vermutlich nicht noch eins leer machen, weil das kostet echt ein bisschen Nerven. Es ist wirklich nervig, die Dinger leer zu machen, auch wenn ich gerne im Sortierbereich starten möchte. Sondern werde eher noch was ausparken. Vermutlich den Ninjago-Drachen, den ich da hinten habe, und dieses Oster-GWP, was ich da habe. Oder vielleicht auch den Hamburger Stand. Ich werde gleich einfach mal gucken, vielleicht hole ich auch was aus dem Keller. Aber irgendwas ausparten möchte ich gerne noch, um halt Richtung diese 200.000 Parts zu kommen, die ich sehr gerne erreichen möchte. Genau, einmal den Namen wegmachen. Wir haben ja im Moment 196.755 Parts. Natürlich, wenn ich diesen Gebrauchtsortierbereich hier einrichte, dann komme ich ganz schnell ja auch in den Parts wieder nach oben. Und vor allem auch in Lots. Aber ja, wie gesagt, diese Kisten von da nach da umräumen, alles neu beschriften. Kostet Zeit, aber ich habe es zwar heute geschafft. Ja, wie auch immer. Ich weiß auf jeden Fall, du guckst meine Videos. Ich wünsche dir viel Spaß auch bei deinem Store weiter und hoffe, das funktioniert alles so, wie du das vorstellst hier auf Bricklink. Und ja, ganz viel Spaß damit. Und ich melde mich dann gleich wieder und gucke, was ich dann noch hochladen möchte. Jawohl, da stehen jetzt dreimal dieser Kais Feuermag. Das ist der hier. Die Anleitung werde ich dann direkt einscannen und auch wieder wegtun. Und das werden 957 Items und immerhin 37 neue Lots. In dem Fall werde ich auch alle diese Figuren zum Verkauf anbieten, beziehungsweise jeden von diesen einmal zurücklegen. Also mache ich aus allen anstatt mit 3 eine 2, dann kommen wir noch auf 953 Items. Aber das reicht ja vollkommen aus und ist auf jeden Fall nochmal ein netter Boost. Und danach werden noch die Osterhasen, dieses GWP eingestellt, zeige ich euch dann gleich noch. Ja, das gesamte Set ist einsortiert. Bei einer selben Minifigur fehlte ein Kopf. Ich habe nochmal alle Tüten durchwüstet, habe sie aber nicht gefunden. Dann habe ich jetzt einfach die letzte Figur, die übrig blieb, ausgepartet und den Kopf rausgelöscht. Das ist dann halt so, aber dann habe ich immerhin nochmal 4 Lots mehr. Was soll's, immer positiv sehen. Und ja, wie gesagt, dann haben wir 957 Items, 114 Lots für 160 Euro. Viele neue Lots waren nicht dabei, weil ich letztens ja auch schon mal einen Ninjago Mech ausgepartet habe. Und die Teile wiederholen sich da dann natürlich. Jetzt sind wir auf 197.699 Items. Und genau, 5-mal dieses GWP habe ich auch noch ausgepartet. Kann man ja einmal so aus Interesse gucken. Einmal kurz synchronisieren. Master on und BL Master wieder auf off. So, dann synchronisiert er. Was wollte ich machen? Genau, nur einmal aus Interesse gucken, wie viele Teile das hier sind. Das ist die 40682. Und die haben wir 5-mal ausgepartet. Das Spring Garden House, keine Counterpart, so sind dann auch nochmal 1480 Items in 99 Lots. Ich glaube, die werde ich aber heute nicht mehr hochladen. Ich hole sie mal rüber, wobei 99 Lots eigentlich schnell geht. Wie viele Lots davon sind denn neu? Shopbestand 34 neue Lots. Ja, mein Problem ist gerade im Moment, dass ich hier diese A-Magazine keine Trenner mehr geschnitten habe. Und dann setze ich mich jetzt wahrscheinlich mit Cuttermesser auf die Couch und schneide hier diese letzten Trennerriegel, die ich noch habe, auseinander und lade die Sachen dann einfach morgen hoch. Ich glaube, ich habe auch schon wieder so viele Clips, dass ich mir überlegen könnte, jetzt den Blog mal hochzuladen. Sonst habt ihr hier bald ein 2-Stunden-Video, wenn ich so weitermache. Aber ja, erstmal hole ich jetzt die Sachen rüber und dann überlege ich mir das noch auf dem Weg. So, ich habe mich jetzt auf jeden Fall entschieden, dass ich die Sachen nicht mehr hochlade, sondern gleich die Trenner vorbereite. Und dann war das heute auch lange genug, habe mir ein paar Uploads gemacht und wir haben schon 21.30 Uhr und ich habe natürlich morgen wieder Frühdienst. Hier sind aber die knapp 1500 Parts schon mal sortiert und ich bin auf jeden Fall gut vorangekommen hier mit meiner L-Wand jetzt. Wie gesagt, ich habe 2 von den roten schon leer gemacht, die sind unten und die hier sind, immer wenn ich dran gehe, seht ihr hier zum Beispiel 2 Fächer frei. Da ist einfach frei, hier ist einfach frei und das zieht sich halt so durch, dass hier überall schon Fächer frei sind. Und nach werde ich jetzt Tag für Tag immer
ein Magazin mir schnappen, das wie vorhin umsetzen. In der SD-Reihe bin ich jetzt hier bei 0818 und ich habe ja dann hier noch die 30 Frecher frei und dann nochmal 30, 60, 90, die ich noch beschriften muss. Bei den großen Schubladen bin ich erst bei SD06 bei der Hälfte angekommen. Hier an die großen Schubladen muss ich noch nicht rangehen. Und dann halt im A-Bereich, weswegen ich jetzt hier die Trenner schneiden möchte, habe ich hier unten, bin ich im 18er Magazin bis zur 17 gekommen und habe dann da hier noch die 4, 8, 12, 16 plus die große Schublade. Habe hier noch zwei, die ich beschriften kann, wo ich noch alle Schubladen habe, also alle 32 kleine und die große. Und hier in dem Magazin hier oben habe ich immerhin auch noch eine Schublade frei, die auch noch gar nicht beschriftet ist und die große noch frei. Also ja, da noch zwei komplette A-Magazine oder zweieinhalb, wenn wir das da unten zusammenzählen. Aber um die halt nutzen zu können für diesen Bereich und immer wenn ein Stein von diesen ein Lot in L ist, packe ich das von L schon mal rüber, um mir später die Arbeit zu sparen. Dafür brauche ich halt die Trenner und deswegen mache ich dann Pause. Genau. Wenn dann natürlich der Bereich und der Bereich mit neuen Steinen voll ist, also diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 7,5 Magazine, die ich noch habe. Bis dahin möchte ich natürlich diese Wand frei haben. Und dann kommen ja hier diese Stanley-Magazine mit den 30 Schubladen, sollen ja bis unter die Decke in 1, 2, 3, 4 Reihen nach oben. Die Magazine dafür habe ich ja auch schon da stehen. Die gehen da bis auf den Boden. Das sind noch nicht alle, die ich brauchen werde. Aber das ist ja ein Projekt, was ein bisschen länger dauern wird. Genau, und dann muss ich mir halt überlegen, da die Aldi-Magazine ja im Moment bis hierhin gehen, ob ich diesen Bereich, diese Magazine doch hier oben behalte. Und dann kann ich theoretisch einfach hier auf diese Magazine auch Stanley-Kästen draufsetzen. Da hätte ich dann auch Platz für 1, 2, 3, 4, 5... Und oben drüber vielleicht nochmal 3 30er, also insgesamt nochmal 8 Stanley-Magazine von diesen dann. Oder ob ich warte, bis Aldi oder Lidl nochmal haben und ich hole mir nochmal diese Kästen. Das muss ich mir dann nochmal überlegen. Die gebrauchten ist ja da unten so ein kleiner Bereich. Ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, dass man einfach den Neubereich wirklich nur hier drüben diesen Bereich lässt. Und natürlich die Kisten da unten. Und dass man ich dann diese Wand für den Gebrauchbereich mache oder das halbiere, dass ich wirklich hier nur zwei rein Stanley-Magazine hochmache. Also wie viele passen da hin? Ich würde schätzen nochmal das Doppel, 7 pro Reihe, also 7, 14, vielleicht noch eine dritte Reihe, 21 von diesen Stanley 30er Magazin und dann nochmal zwei Reihen von den Stanley-Magazin für gebrauchte Teile und dann mich doch nochmal mehr auf Gebrauchtes konzentriere. Aber bis ich da bin, das dauert ja noch ein bisschen. Und ich habe ja auch noch hier im Schrank Platz, mit diesem Tray-System zu arbeiten, um Lagerplätze zu schaffen. Genau, aber so beende ich den Blog und jetzt erstmal lasse den bearbeiten. Wahrscheinlich werde ich das morgen hochladen und hier das Dreamset noch ausparten. Habe ich übrigens auch wieder gekauft, ohne zu analysieren. manchmal macht man dann solche Käufe, einfach um was da zu haben. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage bis zum nächsten Vlog und ja, ein schönes Wochenende wünsche ich euch.